Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, unserem Würfelsimulator, Würfel auf Würfelsimulator. Mit mir zusammen natürlich wie immer Fussel, der Affe, und hier dieses Ding hier. Hallo, Jules. Oh. Los, mit Zunge. Ja. Mit Zunge, gib es mir mit Zunge. Warte, ich dreh mich um. Mit Zunge. Warte, ich komme nicht runter, Kevin. Tut mir leid. Zu tief kann ich mich nicht durch. Aber warte mal, ich bleib, also bleib doch stehen, Fussel. Bleib doch stehen. Nee, danke. Ich hab grad Blöckchen im Mund. Noch warte. Kannst. Lauf. Ist ja, das wunderbar. Widerlich. Ja. Was ist denn los? Jetzt stell dich doch nicht so an. Jetzt stell dich doch nicht so an. Das ist doch nichts Neues. So, was ist der Plan für heute? Ich baue gerade was. Also, Jules, du musst dir leider damit zurechtkommen, dass jeder irgendwie seinen eigenen Scheiß macht und wir jetzt immer nur am Anfang und Ende der Folge sehen. Was? Den Rest wird ja immer einfach gebaut. Bitte? Einfach bauen. Bauen jetzt. Überhaupt nicht. Dann sagt mir während mal, die bauen, laberst du nur Blödsinn. Los. Ja, okay, da passe ich dann dazu quasi. Ja, genau, richtig. Also du machst das schon, ja, auch professional, glaube ich. Auf jeden Fall, jetzt sagt mir mal Bauwerk, was ihr noch dringend haben wollt und ich jetzt mal... Eine Dusche. Kann. Also ich, ich kümmere mich um die Dusche. Nee, du machst gar nichts, machst du. Ich hab gedacht, der Kevin macht das Lager. Ja, und der will auch noch ein Schlafzimmer machen und der will das machen und der will das machen. Ich hab schon ziemlich viel realisiert. Mach da so eine komische... Am meisten gemacht. Zwei Steintür, die nie funktioniert. Die funktioniert. Wie schaut denn das aus? Soll ich ein kleines Hütchen bauen, wo unser Schlafzimmer ist? Weißt du was? Weißt du was? Ui. Warte, lass mal gucken. Weißt du was? Weißt du was schön wäre? Du nackt. Größerer Balkon? Ja, ich nackt. Erstens. Oh, nee, der Balkon kann so bleiben. Ja, das ist mein Sprungbalkon, ja? Ja. Das ist ein Sprungturm. Aber Fussel, was meinst du denn? Sollen wir da auf die Fläche da hinten, sollen wir da was bauen? Weißt du, da wo ich hinschaue? Was willst du da hinbauen? Ich überlege gerade, vielleicht so eine Fischerhütte, wo wir unsere Boote drin parken. Weißt du, wie ich meine? Und dann machen wir hier den Durchbruch ins offene Meer. Ja? Also da, wo ich jetzt hingehe quasi. Du willst aus meinem Schwimmteich, willst du offenes Meer machen? Das ist so viel angenehmer, oder? Offenes Meer, wie gedacht. Nee, was hat da vorne Meer? Ich will nur den Durchbruch hier machen, weißt du? Ich will keinen Durchbruch, ich will mein Süßwasser behalten. Du willst dein Süßwasser behalten? Ja, das ist mein Schwimmteich. Sollen wir hier keine kleine... Kannst du hier nicht deinen Hafen hinbauen? Hier? Oder wir bauen es dahin, ja. Das geht auch. Dann habe ich meinen Schwimmteich weiter. Genau. Oh, das ist schön, da haben wir eine richtig schöne... Jules, was meinst du? Willst du hier eine Fischhütte? So, hier auf der Fläche, wo ich stehe? Irgendwie so? So ungefähr. Vielleicht so eine Hütte, die ein bisschen ins Wasser mit reingeht, so ein bisschen, weißt du, aufstellen. Mit Bootsanleger, wir brauchen 4 Bootsanleger, dass sie auch die MS Titanic anlegen kann. Alles klar, richtig. Dann brauche ich Holz. Eine gute Hütte ist aus Holz, ne? Ja. Ja, eine gute Hütte ist aus Holz. Eine Fischerhütte in der Regel, ja. Ja, super, da haben wir unsere Fischerhütte auch noch. Ja, klasse. Ja, wolltest du das auch noch machen, Käppi, oder? Ja, ja, der Käppi unterstützt dich dabei. Ja, ja, ich schau dir ab und zu mal zu. In der anderen Zeit macht er einfach nix. Ja, ich finde Sprungbett ist das herrlich. Jules, ich bin auf dem Balkon, wenn du mich suchst. Ja, ja, ich schau mir zu. So ist er. Bleibt. Mach ich mal einen Grundriss. Und Fussel, du bist auch so ein bisschen was am Arbeiten oder? Nö. Machst du wie die beiden? Bin gerade in der Hölle. Was? Wie was? In der Hölle? Ich meine, da gehörst du hin. Aber eben. Einfach mal gucken, eben. Hallo sagen und mir vorstellen, ohne wie uns. Gruselig das ist. Eine asoziale Aktion. Wie ohne uns. Muss ich auch sagen. Ja, so, ohne uns. Musst du uns erklären, wie? Ist das aber, der sieht aber komisch aus für ein Schweine hier. Ich bin doch gar nicht in der Hölle. Nee, mir ist das hier zu gruselig. So, Grundriss, Käppi, was sagst du? 900 mal 900 Meter. Meinst du? Weiß
Man spricht hier in Blöcken. Die Hütte hinten raus ist, glaube ich, gut. Aber wenn du die Hütte noch ein bisschen weiter ins Wasser ziehen kannst, um drei Felder vielleicht. Was meinst du? Ja, kriege ich hin. Kein Problem. Und dann hast du so ein Tor, wo wir mit den Booten durchschippern können und dann anlegen können. Und in der Hütte können wir dann per Treppen in die erste Etage gelangen. Weißt du, wie ich meine? Ich will gerne in die siebte. Gibt's nicht. Gibt's Gorilla, nicht. Gorilla, komm mal mit. Guck dir das mal an hier. Ach, danke, lieber Gott. Ja, aber weißt du, was das bedeutet? Was denn? Dass er hier geheime Experimente durchführt mit Vermehrung von Hunden. Und irgendwann macht er das Tor auf und wir werden alle umgebracht. Können einfach da das wegmachen und zwei Holzblöcke da rein. Was macht ihr da? Weg. Feuer legen. Besser ist das. Weg hier. Wir sollten das ganz, Hunde. Ganz schnell ausmerzen. Ganz feine deutsche Schäferhunde. Ja, okay, gut, ich sehe schon. Was siehst du? Was siehst du? Aber ich muss sagen, rechts schau, sehe ich nichts. Ich sehe tote Kinder. Ey, dreh dich mal um, Cabby. Hallo. Was ist das denn? Achso, du bist es. Ich schau dir immer noch zu, ja, Jungs? Ja, meine Zuschauer lieben das, wenn ich zuschaue. Die können sich dann so, weißt du, es ist authentisch. Ja, ja, du magst quasi ist dann immer. I got a feeling. Tonight's gonna be. Genau. Ach, klasse, ey. Ja, schön. Schön. Gefällt mir. Ja, singen ist eins, ich weiß. Ja, das ist deins. Nein, so will ich das nicht. Wie geht es dir, Fusel? Ist alles gut da, oder? Ja, ja, hier ist alles schön. Ja? Fängt nämlich sehr lustig, was du da machst. Das was mache ich denn? Was isometrisch ja, ist lustig. Ich weiß nicht, was du machst, aber es klingt lustig. Wenn du hier das Tor machst, weißt du, wie ich meine? Ja, 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 schon klar. Ich hab mir nur kurz eingemischt, du weißt ja. So ja, ich wollte nur erstmal einen Grundriss machen. Nee, so bin ich. Das ist in Ordnung. Ich mach das. Ich bin weg. Ich bin weg. Wie hoch willst du das machen, Cappy? Was hältst du? Ja, pass auf. Ich hab mir gedacht, unten ist ja schon mal die erste Etage, die nullte Etage, wo die Boote angelegt sind. Also hier quasi. Werden. Ganz also genau. Also hier ein Steg raus quasi ein bisschen. Ja, vielleicht oder so. Weißt du? Dann habe ich gedacht, hier vielleicht eine Treppe hoch oder hier die Treppe hoch. Wir bauen drei hoch und in der vierten Etage ist, also auf der vierten Ebene ist der Boden. Und dann wo ist hier der Anleger? ist da nicht wer? Ich komme hier nicht durch, ich bin zu fett. Hast du super geschafft. Weißt du, wie ich meine? Pass auf, das wäre dann hier 1, 2, 3 und dann wäre hier der Boden, weißt du? Du kannst doch nicht einfach jetzt mit dem anderen Holz anfangen. Ich will dir nur zeigen, wie, weißt du, kannst du abmachen. Du kannst doch nicht einfach mit dem Mann an Holz anfangen. Nein. Hey, echt wahr. Fussel, sag du mal was dazu. Geh besser weg, der Woodcap übernimmt das jetzt. Der macht das auch garantiert in den nächsten 20 Folgen fertig. Ich hab ne Mission zu erfüllen. Guck mal, wie scheiße das jetzt ausschaut, Cappy. Guck mal, das sind zwei unterschiedliche Farben. Zwei unterschiedliche Farben. Ich wollte nur helfen. Ich hab mir gedacht, komm. Hilf dem Armen zurück. Hau ihn jetzt ruhig. Dem armen Jungen mal. Weißt du? Außerdem hast du Nachbarn da, weißt du? Wir unterstützen dich, Jules. Hau ihn einfach. Dieses verschmutzte Lachen von ihm, ne? So. Ja. Endlich werde ich gehauen. Ah, ja, so ist er. Lecker Mädchen. Ich lecker Mädchen. Was ist denn jetzt schon mit? Äffchen, du ja, machst bitte. Mir Sorgen. Du bereitest mir Sorgen. Wieso? Ja, einfach nur so. Hä? Ja, Huntis. Ja, es ist ja Huntis. Ja. Und ich sollte meine Paddel stellen. Ich wälze mich zwischen euch, bisschen Huntis. Oh, verdammt. Oh, ist das schön flauschig.
Ey Leute, ich hab über Mückenstiche, ne? Das ist eine Katastrophe. Wo hast du denn wieder rumgelegen? Ich am Arsch kratzen. Oh, bleib hier. Bleib mir hier, Finn. Ich kratze dich. Komm, bleib hier, hau dich ab. Ja, überall. Überall. Besonders zwischen den Beinen. Ja, komm her. Boah, das nicht mit den Zähnen. Aua. Haben wir irgendwo Fensterscheiben? Ja, ja. Die sind hier in den beiden Kisten. Irgendwo. Willst du nicht mal kommen, Jules? Du hast da eine Nachbarschaft, die ist gerade unterwegs, was? Heute ist Halloween. Achso, wollt ihr schlafen? Nö. Muss ich sagen. Ich habe einen Bauauftrag, den erfülle ich auch. Was denn? Tag und Nacht, ne? Tag und Nacht bin ich da dran. Ich brauche auf jeden Fall Scheiben, Fensterscheiben. Haben wir. Wo? Im Bereich unserer Betten. Ja. In der Kiste hier in der Ecke, da sind verschiedene bunte Scheiben und Glaswürfel, Glasscheiben, allerdings nur vier. Also. Ja, ich brauche nur. Ja, Glasscheiben kann ich ja craften. Soll der kann ich machen. Das ist schön. Das ist schön. Das nehme ich. Das nehme ich. Das ist schön. Das ist. Wovon redet er? Ich mach da was. Ich schätze wieder von einem Hund, den er nimmt. Ich mach das schön. Was ist das denn? Was ist das denn? Hund. So? Ah, da muss ich jetzt nochmal ein Stückchen höher. Ja, da draußen ist ja wirklich Halloween. Was ist denn da los? Wo kommt mein Paravent hin? Ja, genau, ey. Da ist genau ein Skelett vor meiner Anglerhütte. Das ist nicht deine Anglerhütte, wollte ich nur mal sagen. Ja, unsere Anglerhütte. Richtig. Deine Anglerhütte. Ja, was ist mit deiner Anglerhütte? Ich genieße erstmal den Ausblick. Wo bist du? Guck mal, was da abgeht. Wo bist an meiner Anglerhütte. Habe ich schon gesehen, aber wo bist du denn? Ich bin über euch. Ich schwebe über euch. Über den Wolken. Da. Muss die Freiheit so grenzenlos sein. Ich wollte singen, da muss. da muss der Woodcap ja wohl grenzenlos sein. Wo ist denn eigentlich der Fussel? Fusselito, 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 Sonnenschein. Wo bist du? Fussel. Fussel! Was denn? Mann! Wenn dich einmal ruft, dann musst du auch antworten. Nö. Ja, musst du auch antworten. Doch. Ich überlege die ganze Zeit, wie man eine Karottenangel herstellt. Weiß das einer? Angel und Karotte. Nee, macht er nicht. Doch, du musst erst die Angel machen und dann die Angel mit der Karotte kombinieren. Ja, aber das macht er nicht. Muss das eine ganz frische Angel sein oder darf die Angel auch schon angebissen sein? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich sag, es darf auch eine angebissene sein. Können wir denn noch eine herstellen? Nee, können wir nicht. Doch, ich hab's. Hast du? Es darf keine angebissene sein, okay? Weil ich hatte eine angebissene Angel, habe ich nämlich gefunden gehabt. Okay, was hast du denn vor? Was hast du denn vor, Fussel? Also, fünfmal darfst du raten, wenn ein Fusselküken... hier ist ja dunkel. Haben wir eigentlich irgendwo Felder noch frei? Nee, aber wir können ja wieder Waldroden gehen. Juhu, das ist mein Job. Waldroden. Ja. Was hast du denn vor? Du hast immer noch nicht ausgepackt. Jetzt, was hast du vor? Ich mache jetzt erstmal, ich pflanze mal. Was? Okay, ich lass dich mal. Ja, lass mich mal machen, ich mach das schon. Ich lass dich mal. Ich laufe hier etwas planlos durch die Gegend. Nein, das ist nicht häufig. Das ist jetzt gerade der Fall. Wann ist denn wieder hell draußen? Weiß das jemand? Wenn die Sonne rauskommt. Soll ich auch mal singen? Wenn die Sonne erwacht in den Bergen der Nacht. So schlecht. Mir wird etwas schlecht.
Wie war das beim Hund? Wenn man da auf dem Stock. Warte. Dann rennt er dir doch hinterher, aber der. Das war ein Knochen, war das? Nee, da brauchst du Knochen. Aber das funktioniert mit meinem Hund nicht, weil die sind schon auf mich getrimmt. Ja, die also muss er, den kannst du im Stock hinten reinschieben und die wie so eine Handpuppe spielen. Ja, das könnten wir auch mal probieren, Fussel. Hältst du den Hund fest, oder? Nö. Brauchst du nicht. Der ist hier gewohnt vom Woodcappy. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Ja, wir gucken, dass du das anständig machst, Cappy. Ja, natürlich. Ihr kennt mich doch. Wie eingeschüchtert der Hund da schon in der Nische hockt. Damit er wenigstens ein bisschen Wärme bekommt. Das ist grausam. Das ist wirklich. Warte. Wenn das einer von Greenpeace sieht, die werden sofort unsere Folgen hier flaggen. Warte mal, ich helfe dem Cappy mal kurz. Nee, mach es nicht. Dass es dem ein wenig wärmer wird. Die Frage ist ja. Ja, was denn? Nee, geh nicht raus. Welche Frage haben Sie? Guck mal. Da, vor der Tür. Der Nachbar ist da. Der Zombie? Hallo, nee. Nachbar. Ja, warte mal. Oh, Cappy on fire. Ja! Elender Freund. Mein Schatz! Tüdelü. Ja, genau, Jules, mach zu. Da hat einer meine Folgen gesehen. Jetzt sagst du nichts mehr. Ja, da sage ich nichts mehr. Ich bin begeistert. Kann das sein, dass du einen Pfeil im Ellbogen stecken hast und im Gemächt? Ja, oh, der hat dir voll in die Hoden geschossen. Oha, da tut mir aber weh. Aber Fussel, man muss sagen, mir geht's auch nicht besser. Wieso? Ich hab einen im Kopf. Nicht mehr, der ist ausgealtert. Alles gut. Der ist ausgealtert. Der Kopf ist ausgealtert? Ja. Ja, richtig. Ja, beim Jules kam noch nicht so viel raus. Wenn jetzt noch mal hell würde. Ja, es wird gerade hell. Die Sonne geht auf. Ein Licht ist aufgegangen. Trinkt der mal vor den Aufnahmen? Drogen. Alter, was ist denn mit dem Tittenfisch los? Der trinkt Drogen. Was, ein Tittenfisch haben wir wo? Alter, was ist denn mit dem Ding los? Das ist er. Mit deinem Ding los ist ja, der wird auch mal groß, ja. Er ist suizidgefährdet. Wer denn? Was denn? Jetzt ist er tot. Ich glaube, die kommen mit den Treppen nicht klar. Die wollen an Land hüpfen. Ja, das ist ein Problem, ja. Und sich dann mit ihren 8 Tentakeln auf unser Gehirn setzen und das auslutschen. Auslutschen. Ich guck zu viele Horror. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Jules, wollen wir diesen Berg hier mal eben abtragen? Welchen? Den da? Ja. Oh, da muss ich zuschauen. Inwieweit? Ja, so ebenerdig. Zuschauen ist gut. Ebenerdig würde den großen Berg. Also, ich habe so einen Berg alleine abgetragen. Alleine. Aber ich wollte doch. Was denn? Und zwar würde ich gerne gleich einmal in die Hölle, wenn ihr auch Lust habt und nichts dagegen. Aber, mach das bitte gleich, weil wir werden uns jetzt erstmal verabschieden. Ja, Mom, tschüss. Oder? Warum in die Hölle? Eine schöne Folge. Jules hat sein Hütchen angefangen für die Schläge. Sehr schön, sehr schön. Jules ist da, Fussel ist auch da, niemand ist weg, bla. Der Affe ist bei mir, das ist schön. Affe bleibt hier. Komm, das machen wir zusammen. Was willst du machen? Wir schunkeln ein bisschen. An der Nordseeküste. Pam, 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 pam. Am norddeutschen Strand. Oder nee, der Plattdütsche. Bam, 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 bam. Ja, doch, der Plattdütsche, richtig. Nicht der Norddeutsche. Der Plattdütsche. Am Plattdeutschen. So, aber das war's jetzt. Meine Lieben, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis in alter Frische. Ihr wisst ja. Bis in alter Frische. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao.